Und jetzt der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich. Alles gut. In der Tat, es bleibt die Präsidentin, aber wegen des Respekts. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Recht hat der Bundeskanzler den russischen Überfall auf die Ukraine als Zeitenwende bezeichnet. Und nicht allein die Tat und das Ausmaß, sondern auch die Folgen für die internationale Ordnung werden sich tief in die Welt einbrennen. Und der Krieg in der Ukraine, davon bin ich fest überzeugt, und wir haben öfter hier im Plenum darüber gesprochen, beschleunigt die Neuordnung der Welt. Und deswegen ist diese Feststellung des Bundeskanzlers richtig. Und dennoch glaube ich, dass es gut ist, den Begriff der Zeitenwende, weil er eben zu wertvoll, zu zentral ist, auch mit anderen Herausforderungen gleichzeitig zu verbinden. Und sie gibt es eben in ganz unterschiedlichen gesellschaftspolitischen, europapolitischen, internationalen Bereichen. Da ist das Klima, die Wirtschaft, die Digitalisierung, die Pandemie und ich sage es auch ganz bewusst, weil sich doch vieles im Leben der Menschen ändert, auch das öffentliche und private Miteinander. Und deswegen sage ich ja, wir leben und arbeiten in vielen Zeitenwenden, meine Damen und Herren. Und alleine eine Herausforderung wäre für viele Menschen schon eine große Herausforderung. Und sie erkennen sie als Belastung. Und deswegen sage ich auch frei, auch hier im Deutschen Bundestag würde wahrscheinlich eine, zwei, drei Zeitenwenden reichen für eine gesamte Legislaturperiode. Deswegen ist das Gesamte, dem wir uns stellen müssen, natürlich etwas, was verunsichert. Auch mich persönlich. Und deswegen verstehe ich auch, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich ins Private manchmal zurückziehen, dort sozusagen ihren Schutzraum identifizieren. Der Psychologe Stefan Grünewald hatte das am Anfang seiner großen Studie, Anfang letzten Jahres, gesagt, dass persönliche Zuversicht der Deutschen und Vertrauen in Politik, aber ich sage auch gleichzeitig in Wirtschaft und selbst in die Gesellschaft schwindet. Und deswegen ist es gut, wenn wir auch etwas bisschen bescheidener, vielleicht manchmal auch in dieser Debatte formulieren würden. Deswegen stelle ich mich, meine Damen und Herren, dieser Skepsis, zumal, und auch das sage ich offen, die Spitzen der Koalition in den vergangenen Monaten kein gutes Bild abgegeben haben. Ja, wir müssen besser werden, handwerklich, kommunikativ. Und ich sage auch sehr deutlich, die Antworten können unterschiedlich sein. Aber am Ende, gerade auch für diese Koalition, steht am Ende ein gemeinsames Ganzes, was auch nur diese politische Verbindung in dieser Legislaturperiode erreichen kann. Deswegen bin ich auch so stolz, dass wir vor zwei Jahren diese Verbindung eingegangen sind. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, miteinander können wir erfolgreich sein, weil nur in dieser Konstellation die Herausforderungen beantwortet werden. In keiner anderen politischen Konstellation, schauen Sie sich im Deutschen Bundestag an, wäre es möglich, den Umbau der Arbeit und der Wirtschaft zu Klimaneutralität, einen neuen Rechtsrahmen, der sich speist aus Liberalität, aus einem Verantwortungsbewusstsein für das Klima, aber gleichzeitig auch der soziale Rückhalt zu verankern. Das macht diese Koalition aus, und deswegen sage ich auch, auch dafür steht meine Fraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, und da hilft keine Hauruck-Rede, nicht mit der Faust auf den Tisch schlagen allein weiter. Was genauso weiterhilft, ist eine gute Voraussetzung, nämlich eine verlässliche und auch unaufgeregte parlamentarische Arbeit. Und ich sage das sehr selbstbewusst. Das Gebäudeenergiegesetz steht für diese verlässliche und unaufgeregte Arbeit. Ein Gesetzentwurf, der in mühevoller Kleinarbeit von den Abgeordneten vom Kopf auf die Füße gestellt worden ist. Ich darf das hier so sagen, auch als selbstbewusster Parlamentarier. Ich hätte es mir nicht gewünscht, zumindest diesen Gesetzentwurf in dieser Form so hier im Deutschen Bundestag zu sehen. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Aber wir haben es eben geschafft, die Grundlagen zu verändern. Die kommunale Wärmeplanung wird jetzt damit verkoppelt. Und beides tritt am 01.01.2024 in Kraft.
Die Zeiträume sind geändert worden und gleichzeitig eben auch die Hilfen ganz konzentriert auf diejenigen orientiert, weil nämlich Klimaschutz, meine Damen und Herren, und dafür sind wir in dieser Koalition angetreten und deswegen hat auch meine Partei Ja gesagt, Klimaschutz müssen sich alle leisten können und genau so ist das Gebäudeenergiegesetz auch konzipiert. Deswegen souveräne und selbstbewusste Parlamente in Europa, in den Ländern, aber eben auch im Bund. Das sind die Architekten und gleichzeitig die Handwerker, die auch für diese Zeitenwende gut ausgerüstet sind. Ja, wir dürfen die Herausforderungen, das habe ich gesagt, nicht kleinreden. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger spüren diesen Druck. Deswegen wissen sie um die strukturellen Gründe auch, vor denen Deutschland steht. Natürlich ist die weltweite Konjunktur ein Problem für ein so exportorientiertes Land wie Deutschland. Aber das ist nicht die Exportabhängigkeit, sondern es steht für Qualität, es steht für den Erfindergeist auch Deutschland. Und genau in dieser Richtung müssen wir denken, die Chancen letztlich erkennen. Und deswegen sagen wir ja auch, wir wollen den Arbeitskräftemangel und den Fachkräftemangel gemeinsam angehen und gleichzeitig eben auch wissen, dass es neue wirtschaftliche Zentren in der Welt gibt. Es bleibt nicht so, wie es gewesen ist, wie meine Generation es vorgefunden hat. Wir müssen diesen Weg verändern. Wir müssen ihn mitgehen. Und meine Damen und Herren, das will meine Fraktion und ich bin auch der festen Überzeugung, auch diese Koalition. Und deswegen sage ich auch ja, wenn wir auf die Realitäten ganz genau schauen und auch ein bisschen bescheidener formulieren, dann akzeptiere ich auch, dass auch uns Versäumnisse aus der Vergangenheit vorgeworfen werden. Aber ich will jetzt mal einfach sagen, das betrifft dann auch alle. Natürlich gebe ich zu, dass wir manchmal nicht die Kraft gehabt haben, für das auch Mehrheiten zu schaffen, was so dringend notwendig gewesen ist. Und ich war selbst im Kanzleramt, Herr Merz, damals, als wir über Klimapolitik gesprochen haben. Morgens früh um 5 Uhr haben wir darum gerungen, endlich auch bei den Windrädern, bei der erneuerbaren Energie Wege zu finden. Und da ist nicht nur in dieser Koalition blockiert worden. Wir hatten auch keine Unterstützung aus den Bundesländern gehabt. Deswegen sage ich mal, alles das, was dem Einzelnen hier vorgeworfen wird, das betrifft das Ganze. Und deswegen ist es gut, dass diese Koalition endlich diesen Wandel, endlich diese Wende macht. Und deswegen sage ich sehr deutlich, selbstbewusste Parlamente und meine Fraktion werden daran mitwirken. Und wir haben etwas erreicht. Wir haben etwas erreicht in den 2 Jahren. Die Halbzeitbilanz ist gut. Wir haben wichtige Etappen gefunden, bleibende Veränderungen, soziale Rechte geschaffen, insbesondere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Familien. Ich nenne das Wohngeld. Nicht nur, dass es erhöht worden ist, sondern dass es ausgeweitet worden ist. Und das Bürgergeld. Herr Kollege Merz, jeder Fünfte ist auf das Bürgergeld deswegen angewiesen, weil er zu wenig Einkommen hat. Darum geht es in diesem Land, weil zu gering bezahlt wird. Und Sie haben dem Bürgergeld zugestimmt, aber dem Mindestlohn nicht. Da dreht sich etwas um. Und ich finde, das ist verantwortungsvoll, wenn wir so handeln. Und auch das Kindergeld, da hat ja offensichtlich niemand zugehört, bis in die Kreise, die sich in den letzten Wochen und Monaten abgemüht haben. Das haben wir mit 7 Milliarden Euro angepasst. 250 Euro jedes Kind ab dem ersten Kind bekommt dies und dann noch den Kinderzuschlag. Das ist etwas, um das Plateau für die Kindergrundsicherung zu finden. Und das hat das Parlament gemacht, der Haushaltsgesetzgeber. Und das war richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Energiesicherheit, Digitalisierung, Arbeits- und Fachkräfte, aber eben auch die Tarifautonomie stärken. Es geht jetzt um Mitbestimmung in den nächsten Monaten, wenn wir hier im Deutschen Bundestag darüber debattieren, was ist mit dem Betriebsverfassungsgesetz. Mitbestimmung ist eine wichtige Verbindung in einem Staat, der sich Sozialstaat nennt. Und das kostet nicht, sondern das gibt etwas. Das gibt nämlich Sicherheit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
und es gibt Sicherheit in Unternehmen, weil Sie wissen, alle, die dort in diesem Unternehmen sind, arbeiten Hand in Hand. Und genau das ist das, was Deutschland als Sozialmodell auch anbietet. Und deswegen, Herr Bundeskanzler, ich kann für meine Fraktion sagen, dass wir an diesem Deutschlandpakt mitwirken werden. Und wenn Herr Dobrindt für die gesamte Fraktion gesprochen hat, Kollege Dobrindt, dann nehme ich das gerne auf, dass Sie daran mitwirken wollen. Und wir haben es ja nicht nur in Ihre Richtung als Fraktion gesagt, sondern weil wir ja auch die Bundesländer brauchen, weil wir doch auch die Kommunen brauchen. Darum geht es. Und deswegen sage ich, ja, das Angebot des Bundeskanzlers für den Deutschlandpakt ist richtig und lassen wir es anpacken. Ich glaube, das ist ein guter Schritt, auch in den kommenden 2 Jahren dieser Legislaturperiode, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich gleichzeitig sage, in konjunkturellen Schwächephasen, Herr Finanzminister und an die ganze Bundesregierung auch gesagt, so muss ich bekennen, dass Sozialdemokraten und Sozialdemokraten in nur 160-jährigen Geschichte fest der Auffassung gewesen sind, dass antizyklische Wirtschafts- und Finanzpolitik, aber gleichzeitig eben auch eine faire Lastenteilung von Einkommen und Vermögen in dieser Gesellschaft zusammengehören. Und ich akzeptiere, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Aber ich will Ihnen sagen, ich glaube, die Beispiele aus der Welt, die treffen eben zu, dass genau die Staaten, die beides verknüpfen, antizyklische Wirtschafts- und Finanzpolitik auf der einen Seite, um Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu schaffen, zurzeit einen Standortvorteil haben. Und genau diesen Weg wollen wir gehen. Manche überrascht es ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass genau die USA, die Biden-Regierung, das tut. Wir reden hier immer über den Inflation Reduction Act. Aber darum geht es überhaupt nicht. Nur, da geht es auch um soziale Gerechtigkeit einer demokratischen Regierung in Ihrem Land, wenn Sie auf Gesundheitspolitik achten, wenn Sie auf die ärmeren Menschen achten. Und genau diese Verknüpfung, glaube ich, ist gut anzubieten. Deswegen muss ich das selbstbewusst für uns sagen. Aber ich akzeptiere auch andere Meinungen. Aber das ist doch unsere Stärke in dieser Regierung, dass wir beides miteinander verknüpfen können. Und genau so wollen wir in den nächsten Wochen, meine Damen und Herren, auch den Haushalt gestalten. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir ein Wachstumschancengesetz auf den Weg bringen. Lassen wir Finanzminister gemeinsam überlegen, was die Hinweise, ich nenne es jetzt mal positiv Hinweise, von den Ländern möglicherweise auch noch auch aus einem guten, einen besseren Gesetzentwurf machen. Wenn wir insbesondere über Innovationsförderung reden, die Frage der Belastung der Kommunen, da sollten wir uns auch noch mal darauf hinbewegen, aber gleichzeitig eine aktive Wirtschaftspolitik betreiben, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihren Familien guttun. Deswegen sage ich sehr deutlich, auch für meine Fraktion, das, was in der letzten Zeit sich in Deutschland festgesetzt hat und manchmal darf ich so sagen, ich finde es manchmal eine deutsche mediale Krankheit, dass wir nur in Extremen diskutieren, dass wir uns plötzlich so schlecht reden. Die Lichter und die Heizungen im letzten Jahr sind nicht ausgegangen. Salzgitter baut das erste Stahlwerk mit grünem Stahl. ThyssenKrupp kommt hinterher. Neue Batteriefirmen werden in Deutschland angesiedelt. Ich, meine Damen und Herren, kann mich dem Eindruck nicht erwehren, diese gesamte Diskussion, ob wissentlich und willentlich oder einfach nur, indem man nicht genau hinschaut, bereitet wieder einer Debatte, die ich aus Deutschland kenne, Vorschub, nämlich den Sozialstaat zum Sündenbock zu machen. Und da sage ich ganz klar, hier sagen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nein. Auch wir haben eine Schmerzgrenze, meine Damen und Herren. Und deswegen, ich glaube, es ist gut, gemeinsam zusammenzuwirken für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Familien, für dieses Land. Und deswegen sage ich sehr deutlich, es lohnt sich, in den nächsten Wochen miteinander über vieles noch zu reden. Vielen Dank. Rolf Mützenich, der Fraktionschef der SPD, am Montag zum dritten Mal als Fraktionschef gewählt mit 94,7% der Stimmen, hat hier gesagt,
eine verlässlich unaufgeregte parlamentarische Arbeit zugesagt. Beim Gebäudeenergiegesetz habe man gesehen, dass auf die Parlamentarier Verlass ist. Man habe dieses Gesetz geändert. Jetzt am Ende das Bekenntnis zum Sozialstaat von einem Sozialdemokraten nicht unüblich, ist aber auch natürlich eine Ansage an den Finanzminister, der ja gesagt hat, es gibt keine Sozialstaatsreform mehr. Jetzt